Oh, Glorias! Halleluja! Ein gesegneten Morgen, liebe Geschwister! Herzlich willkommen in Jesu Namen, in der Gnade Gottes, dass wir mit dem Herrn gehen dürfen. Halleluja! Oh, Glorias! Ich erinnere mich, wo ich ein Junge war. Mein Vater hatte einen Bauernhof und wir hatten 30 Milchkühe. Und ich mochte damals sehr gerne ein bisschen independent sein. Und ich sage eines Tages zu meinem Vater, ich würde gerne oben auf dem Dachgeschoss auf dem Heu schlafen. Und mein Vater sagt, du, das willst du nicht Angst bekommen? Ich sage, nein, ich bekomme keine Angst, auf keinen Fall. Ich habe Tag eine Probeschlafen gemacht, war alles gut. Und dann ging ich nachts und legte mich hin und das war dunkel. Und die Kühe machten Geräusche. Und ich hielt das sehr lange aus. Auf einmal kam ich runtergelaufen und sagte, Papi, Hilfe, das ist ein Monster. Ich hatte es geschafft, eine ganze Minute auf dem Dachgeschoss zu schlafen. Es war dunkel. Und oft ist es so, aber die Bibel spricht, dass wir Hoffnung in der Dunkelheit haben. In Psalm 18, Vers 29, Psalm 18, Vers 29, denn du lässt meine Leuchte strahlen, der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis hell. Vater, wir danken dir für deine Gnade, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns führt in Gnade, in Kraft, in Wahrheit, in Liebe und wir verheißen deine Zusagen in Jesu Namen. Komm, Heiliger Geist, führe du uns, Herr, und Herr, beginne mit mir, vergib alles, was wir gesagt, gedacht haben, über da, wo wir vergessen haben, welches Geistes Kinder wir sind. Herr, wir möchten gehen in deiner Gnade, in Jesu Namen. Amen. Und Amen. Hoffnung in Dunkelheit. Wenn es nachts ist, können wir nicht sehen. Wir, die wir haben funktionierende Augen, wir können sehen. Und wir haben sehr viele Vorteile dem gegenüber, die nicht sehen können. Wie wunderbar ist, die Bibel sagt uns, dass wenn die Augen hell ist, ist alles hell, das um uns ist. Aber wenn die Augen finster ist, wie dunkel ist unsere Umgebung. Und wir merken oft gar nicht, dass eine Person, die nicht sehen kann, sie kann nicht die Farben sehen. Trotzdem sind die Farben da. Und oft haben wir als Geistliche keine geistlichen Augen. Wir können das Geistliche nicht sehen. In Lukas 11 sagt der Herr Jesus, Vers 34, deine Augen ist des Leibes Leuchte. Wenn nun dein Auge lauter ist, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. Das Auge, was es vernimmt, es beeinflusst den ganzen Körper. Wenn wir nicht sehen können, dann stolpern wir leicht. In der Dunkelheit fallen wir sehr leicht hin. Wir haben diese Verheißung Gottes in unserem Leben, in der Gnade. In Johannes 1, sagt der Vers 5, spricht über am Anfang war das Wort, es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis kann es nicht auslöschen. Wir möchten oft in unsere eigenen Wegen gehen, aber es ist dunkel. Und wir merken gar nicht, wie sehr wir beeinflusst werden von unseren Sinnen. Und wir lassen zu, dass die Dunkelheit in uns regiert. Aber wenn wir in der Kraft Gottes gehen, wenn wir sein Wort in Anspruch nehmen im Gebet, so öffnet Gott uns die geistlichen Augen. Aber oft denken wir, wir sehen, Jesus sagt zu den Pharisäern, sie sagen, sind wir auch blind, sagen, das wäre gerechtfertigt. Aber ihr sagt, ihr könnt sehen, also seid ihr gefallen, weil wir oft nicht erkennen, dass Finsternis uns regiert. In Psalm 30 sagt er, Vers 5b, wenn wir am Abend noch weinen und traurig sind in der Nacht, so können wir am Morgen doch wieder vor Freude jubeln. Ich komme aus einem Land, wo ich klein war, auf der Straße Licht oder Beleuchtung war eine Rarität. Also es war gewöhnlich dunkel. Und wo ganz dunkel, wo meine Frau herkommt, da war es stockdunkel. Da konnte man nicht sehen. Einmal ging sie, der Vater kam sie vom Jugendgottesdienst abholen. Sie gingen sich auf die Straße vorbei und haben sich nicht gesehen, so dunkel war es. Und oft merken wir gar nicht, dass wir in der Dunkelheit tappen, weil wir nicht zulassen, dass Gottes Wort uns führt, dass sein Geist uns leitet, sondern wir gehen in den eigenen Gefühlen. Wir tappen umher wie jemand, der im Dunkeln ist. Und wir können nicht sehen, weil wir nicht zulassen, dass Gottes Wort uns leitet. In 1. Johannes Kapitel 2 kommt der Apostel Johannes und bringt uns in der Fülle des Wortes eine Erleuchtung über dieses Thema. Er sagt Vers 7, 1. Johannes 2, was ich euch jetzt schreibe, meine Lieben, ist kein neues Gebot, sondern die Botschaft Gottes, die ihr von Anfang an gehört habt. Und trotzdem ist dieses Gebot neu, weil Christus es verwirklicht hat und jetzt ihr danach lebt. Denn die Finsternis schwindet und das wahre Licht, es strahlt schon auf.
Wenn nun jemand behauptet, in diesem Licht zu leben, hasst aber seinen Bruder oder seine Schwester, dann lebt er in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Nur wer seine Geschwister liebt, der lebt wirklich im Licht. An ihm lässt sich nichts Anstößiges finden. Wer dagegen seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt ganz und gar in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht. Es ist wie ein Blinder und kann nichts sehen, weil die Dunkelheit ihm umgibt. Dunkelheit ist etwas, was ich nicht mag. Ich bin ein Liebhaber von Taschenlampen. Meine Frau hat mich einmal verboten, noch mehr Taschenlampen zu kaufen. Denn überall, wo ich hingehe, wir haben Taschenlampen. Ich, wo ich herkomme damals, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich hatte, wo ich Kind war, eigentlich meine Leuchte war halb so stark wie diese mit dem Dynamo, diese Fahrradleuchten, die damals eigentlich überhaupt nicht funktionierten richtig. Und bei uns war es oft sehr dunkel. Also für mich war es immer eins und alles, wenn ich abends zur Schule ging, eine gute Taschenlampe mit haben, eine gute Leuchte, ein gutes Licht, auch ein Notfall, dass ich ein Feuer machen kann. Ich weiß, meine Familienangehörigen haben mich immer ausgelacht, weil ich liebe das Licht. Ich mag es nicht, in der Dunkelheit zu sein. Wenn wir als Kinder des Lichts sind, ist es auch nichts mit uns, in der Dunkelheit zu sein, sondern wir sind Kinder des Lichts. Und als Kinder des Lichts haben wir diese Verheißung Gottes in seiner Gnade. In Sprüche 2 sagt er, Vers 13, die da verlassen die rechte Bahn und gehen finstere Wege. Und er spricht über die Eigenschaften, die wir haben, wenn wir nicht zulassen, dass Gottes Wort uns leitet. Wenn wir in der Gnade Gottes zulassen, dass wir durch sein Licht, dass unsere Augen geöffnet werden, dann haben wir auch Licht in der Dunkelheit. Dann sehen wir auch in der Finsternis. Dann erkennen wir auch, wo unsere irdischen Sensoren es nicht nachvollziehen können. Weil Gott schenkt uns und wir sind Licht der Welt und er ist das Licht, das in uns ist. So können wir auch erkennen, das, was in unserem Leben ist. Der Apostel Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, Vers 5, ihr seid allzumal Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. So lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts. Und die da trunken sind, die sind des Nachts trunken. Wir aber, die wir des Tages sind, sollen nüchtern sein. Angetan mit den Panzern des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung zur Seligkeit. Mit dem Helm der Hoffnung zur Seligkeit. Dunkelheit, Finsternis wird oft von uns selbst verursacht. Es sind Ergebnisse, die Resultat von unseren Handlungen sind. Es sind Konsequenzen von unserer Haltung, von unseren, was wir getan haben. Und oft merken wir gar nicht, wie sehr wir beeinflusst werden von dieser Dunkelheit. Und wir rechnen nicht mehr mit Gott, sondern es ist nicht Glauben, sondern unser ganzer Glauben basiert auf das Irdische. Ich weiß, wie viel ich auf dem Konto habe, deswegen kann ich so viel. Aber wenn wir in der Gnade Gottes gehen, Gott, er führt uns ganz hinaus. Wir dürfen in der Kraft Gottes wissen. Wir denken oft, nein, ich habe nur diese Ausbildung, also bin ich begrenzt. Ich bin Hauptschule, ich bin Gimmi. Nein, wenn wir mit Gott gehen, sprengen wir jegliche irdische Grenzen. All die Männer Gottes, die Großes getan haben für den Reich Gottes, waren gewöhnlich Menschen, die sehr einfache Verhältnisse waren. Sie waren Hirten, sie waren Fischer, sie waren Zöllner, sie waren Menschen, die nicht große Erkenntnisse hatten, aber sie hatten einen großen Gott und vertrauten diesen großen Gott und dieser große Gott hat in der Dunkelheit Licht gebracht, weil er ist der Herr, der uns Licht bringt. Wo Jesus auf diese Welt kam, er veränderte den Tag in einer Nacht. Er kam mit diesem Licht und die Hirten da, die waren so ganz verwirrt. Was soll das? Es ist nachts. Wieso scheint das Licht? Wenn wir mit Gott gehen, scheint das Licht der Hoffnung auch in der Finsternis. Und wir brauchen keine Angst zu haben. Aber oft sind wir so beeinflusst von dieser Welt, wir sind so beeinflusst von den Dingen dieser Welt. Unsere Laune ist so beeinflusst, dass wir einfach anders nicht können. Ich erinnere mich an die Geschichte von einem Professor der Uni und er liebte es, Professor zu sein, aber er hatte eine Schülerin, die war immer schlecht gelaunt. Die machte jeden Morgen allen fertig. Jeden Tag, zwar sein größter Albtraum. Eines Tages rief er diese Studentin und sagte zu ihr, es reicht mir, deine schlechte Laune. Ich mache einen Bund mit dir. Ich habe mein Haus verkauft für 1 Million. Ich gebe dir 1 Million in bar, damit du morgens nicht mehr schlecht gelaunt aufwachst. Sagt sie, wie bitte? Ja, sagt, ich gebe dir 1 Million, damit du morgen, wenn du aufwachst, gute Laune hast. Was würdest du mit 1 Million tun? Och, sagt sie, da weiß ich 1000 Dinge. Es gibt mir schon große Freude. Ich werde es investieren. Er sagt, es ist nur eine Bedingung.
du wirst morgen nicht mehr aufwachen. Sagt sie, wie bitte? Ja, du wirst den morgigen Tag nicht mehr erleben. Sagt sie, was? Ja, sagt er, du wirst morgen nicht mehr aufwachen. Sagt sie, Herr Professor, sind Sie verrückt? Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Sagt er, warum? Ist Aufwachen mehr wert als 1 Million? Sie sagt, Aufwachen ist mehr wert als 10 Millionen, ist mehr wert als 100 Millionen. Dann sagt er, wenn Aufwachen mehr wert ist als 1 Million, wieso wachst du jeden Tag schlecht gelaunt auf? Wenn Aufwachen mehr wert ist als 10 Millionen, wieso machst du jeden Tag die Menschen fertig, wenn du aufwachst? Wenn Aufwachen mehr wert ist als 100 Millionen, wäre es nicht Zeit, deine Haltung zu ändern beim Aufwachen? Geht es uns nicht oft genauso? Gott ist der Gott, der uns Hoffnung schenkt in der Dunkelheit. Aber oft vergessen wir es, warum wir unsere Hoffnung haben. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know. Life is worth living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Hallelujah. Because he lives, all fear is gone. Because I know. Living just because he lives, and life is worth living just because he lives. Yeah. Oh Gloria, oh Halleluja, Vater im Himmel, danke. Danke für diesen neuen Morgen. Ja, danke, dass wir aufwachen dürfen. Was für ein Geschenk. Und wir leben noch in ein freies Land. Wir dürfen uns versammeln in deinem Namen. Wir haben den freien Zugang zu dir. Herr, weil du lebst, dürfen wir leben. Oh, Gloria. Oh, Halleluja. Herr, dass wir möchten lernen, dieses dankbare Herz zu haben, dieses dir wohlgefällige Herz, dass unsere Augen geöffnet sind, dass wir dich sehen möchten, dass wir diese geistliche Welt erkennen können. Es ist so vieles, was uns versucht wegzuziehen, abzuhalten, ja, zu beschäftigen. Unser Ich spielt uns so oft einen Streich. Herr, wenn wir verletzt oder enttäuscht, frustriert sind oder irgendwas nicht so passiert, Herr, wie wir uns das gerade vorgestellt haben. Herr, wir können so krantig sein. Ich bitte, vergib es uns. Vergib, vergib. Herr, wir haben einen neuen Tag. Einen Tag, den du schenkst. Es ist mehr wert als alles, Herr. Einen Tag, den wir mit dir erleben dürfen. Herr, wir dürfen mit dir gehen. Wir wissen, du bist bei uns. Du bist mit uns. Herr, du wohnst in uns durch deinen Heiligen Geist. Du befähigst uns, Herr. Herr, siegreich zu sein. Du befähigst uns, Herr, zu lieben, Herr, wo es uns persönlich schwerfällt, zu vergeben. Herr, du bist der, der uns befähigt, Jesus Christus. Du hast alles vollbracht. Und weil du lebst, dürfen auch wir leben. Wir dürfen dieser Gnade leben. Wir dürfen im Vertrauen, in der Kraft Gottes gehen. Oh, Gloria, gepriesen sei dein heiliger Name, Herr. Und so bete ich einfach, Herr, dass wir nicht mehr in der Dunkelheit leben. Dass wir zulassen, dass du uns unsere Augen öffnest und dass wir erkennen können, wie wunderbar das ist bei dir. Herr, auch wenn wir in dieser Welt leben, wo so viel Trübsal und Not und Schwierigkeiten sind, aber Herr, wir gehören nicht mehr dazu, wir gehören zu dir. Halleluja. Und so bete ich einfach, dass du jeden Einzelnen, Herr, wirklich erneuerst, dass wir geistlich geöffnete Augen haben, dass wir nicht mehr in der Dunkelheit gehen, Herr, sondern dass wir uns leiten lassen von dir in der vollen Waffenrüstung. Ja, Herr, dass wir wirklich geschützt getragen sind in dir,
dieser Gewissheit, du bist bei uns, du bist mit uns, du bist für uns und du bist der Sieger, oh Gloria. So segne uns an diesem Tag, Herr, dass wir wirklich in dieser Dankbarkeit mit dir gehen, dass wir umarmt werden von deiner Liebe, dass dieses Licht, das in uns ist, strahlen möchte, dass nicht die Dunkelheit regiert, sondern dein Licht zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. Loben und preisen dich, oh Gloria, in Jesu Namen. Amen. Amen.